Hallöchen zusammen, willkommen zurück bei Ark. Der schöne Nachthimmel. Sieht echt schön aus eigentlich noch. Guckt man sich irgendwie viel zu selten an, habe ich das Gefühl. Ja, es ist gerade mitten in der Nacht. Huch, achso, kann ich jetzt gar nicht sehen, weil ich das Overlay aus habe. Ich wollte euch einfach nur mal Spaß haben, mal zeigen, wie schön erleuchtet auch meine Basis aussieht. Beziehungsweise unsere Basis, wir haben sie ja zusammengebaut, obwohl ich das meiste Ausklingen gemacht habe, aber ist ja wurscht. Ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Mit den Fackeln, es gibt so ein richtig schönes, warmes Licht. Wunderbar. Ist zwar noch nicht fertig. Ja, fehlt noch ein bisschen Beleuchtung, aber ansonsten nachts sieht es hier echt schön aus. Wollte ich jetzt einfach nochmal zeigen, wie es hier aussieht so. Ja, das Zuchthaus hat nämlich noch kein Licht. Das fällt mir jetzt gerade auch erst auf. Aber ansonsten so der Hauptbereich, obwohl das Haus nutze ich ja nicht kaum, außer wenn ich drin spawne. Okay, das Gewächshaus hat natürlich hier so ein künstliches Licht, aber so ansonsten, wenn es hier Nacht ist, dann haben wir dieses schöne Fackellicht überall. Es macht zwar an sich nicht besonders hell, finde ich. Oder, für meinen Geschmack ist es irgendwie nicht hell genug. Aber dafür sieht es an sich echt schön aus, wenn hier die ganzen Fackeln leuchten. So, aber genug gesammelt. Wir machen das tatsächlich, solange es hier noch Nacht ist. Ja, das ist noch ein Weilchen Nacht. Machen wir tatsächlich was Sinnvolles. Und zwar werde ich jetzt... wo sind meine Siliziumperlen? Kommst du mal her? Hast du die noch? Ah ja. Alles klar. Dann machen wir jetzt einfach mal die Hälfte rein, würde ich sagen. Die andere Hälfte behalte ich mal für irgendwelche Sättel oder so. Oder anderes Zeug. Verbundsmaterial. Elektrisch. Ja, komm, die hauen wir gleich mal durch. Ja, kann ich auch noch welche nachcraften. Tatsächlich könnte man nicht immer machen. Ich wollte irgendwann mal noch immer diesen Bogen bauen. Entschuldigung, ich habe gerade ein Schlückchen getrunken. Ich sollte mir angewöhnen, das heimlicher zu machen. Damit ich nicht so sinnlos rumstehe. So. Die Ärmel hochkrempeln. Alles klar, das läuft schon mal durch. Jetzt elektrisch. Was fehlt denn da noch? Kristall haben wir Gott sei Dank noch genug hier. Ist auch extra angeschafft. Aber der Kristall wird auch nicht lange halten. Ich muss auch bald mal wieder Kristall besorgen. Weil tatsächlich vier Klimaanlagen brauche ich noch. Wir haben jetzt noch 76. Wo ist es denn schon wieder? Mensch. Ja, wunderbar, das reicht doch. Reicht doch genau für vier Stück. Brauche ich nur Metall. Das kann ich mir jetzt gerade mal reinziehen hier. Pass mal auf, so. Immer mal ein bisschen faul. Metallbarren, genau. Jo. Ja, komm, zieh mal alles. Pull. Zack. Dann. Alles klar. Drei Stück. Wir warten noch kurz, bis die durchgelaufen sind. Gut. Na? Jetzt reicht's genau. Hier, jetzt, da fehlt noch einer. Das ist ja ärgerlich. Pass mal auf. Das geht so nicht, mein Freund. Ach, ich kann noch 31 machen. Na gut. Mach jetzt aber nur einen, damit es genau für die 4 reicht. Achso, nee, ich brauche trotzdem noch mehr. Ich brauche nämlich einen Generator, brauche ich auch noch. So, wie sieht's aus mit Benzin? Kann man gleich mal gucken, was Benzin sagt. So, habe ich überhaupt angeschaltet? Ja, gut, ihr seid da. Ich war mir gerade echt nicht sicher, dass ich jetzt hier die ganze Zeit laber und hab vergessen, eine Aufnahme zu starten. So, warte mal. Du hier bist fertig, ne? Du hast kein Metall mehr drin. So, dann kann ich jetzt eigentlich noch Benzin herstellen, wenn wir schon dabei sind. Oh, das sieht ja auch geil aus. Ah, oh, ist das ein schönes Bild hier manchmal. So. Warte mal. Wo ist hier Öl? Wir haben ja noch genug Öl. 45. Du hast auch noch genug. Dann mach nicht so viel, oder? Weiß nicht.
Leder, nicht vergessen. Leder. Wo ist es denn? Wo haben wir es denn? Wo ist das Leder? Wo ist es versteckt? Ist hier noch irgendwo Leder? Leder! Wieso kann ich... Achso, ich muss es ja erstmal zu Zündpulver verarbeiten, bevor ich es zu Schießpulver machen kann, ne? Ja. So, jetzt hau ich einfach mal das Öl hier rein. Ich muss doch irgendwo noch Leder rumfahren. Na, guck mal da. Da machen wir mal die Hälfte rein. Zack. Der hier ist... Ne, der ist noch nicht fertig. Der hier ist auch fertig. Dann pass mal auf, dann... Hilft ihm doch mal hier. Gib mal nochmal die Hälfte wieder. Mach doch alles rein. Junge. So, dann läuft hier noch ein bisschen Öl durch. Beziehungsweise Benzin. Das ist schon mal nicht schlecht. Oder Treibstoff, je nachdem, wie man es nennen möchte. Wie heißt es denn überhaupt richtig? Benzin. Okay. So. Alles klar. Jetzt elektrisch. Jetzt machen wir unsere 4 Stück hier. Dann sind die schon mal komplett. So, dann brauche ich jetzt trotzdem noch Electronics. Für einen Generator. Zwei von denen und zwei von denen. Dann müsste es, glaube ich, reichen. Nummer 2. Jawohl. So, die 4 kannst du mir gerade mal geben. Dann haben wir das schon. Bis da auch. So, jetzt machen wir wieder Verbundmaterial. Jetzt können wir nochmal alle durchlaufen lassen. Was soll's. Dann mache ich noch die 2 fehlenden Generatoren für das Vogelhaus und fürs Zuchthaus. Und dann haben wir alles. So, jetzt bin ich gleich mal neugierig. Da fällt mir noch ein S-Plus Standfackel, Standing Torch. Ich könnte natürlich auch die andere Torch nehmen. Warte mal. Wenn ich sie finde, hier, genau. Probier mal. Jetzt hätte ich fast wieder die Aufnahme beendet. So, 10 Stück. Probier mal. Jo. Jo, läuft. Cool. Dann machen wir die doch. Ja. Können während die Elektronikteile durchlaufen, mache ich jetzt hier mal 10 Fackeln und verteile die noch hin. Da hinten, weil da hinten ist noch so dunkel. Andererseits hätte ich, glaube ich, Standing Torches. Ich stopp mal bei 8 ab. Das war nicht durchdacht. Ja komm, dann kannst du die letzte auch noch machen. Was soll's? Jetzt ist wurscht. Material habe ich jetzt sowieso im Inventar. Ja. Gut, wie sieht's hier aus? Ist schon fertig. Wow. Jetzt fehlt wieder Metall. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Zack. Bin zu faul zum Laufen. Deswegen mache ich es einfach so. Metallbarren. Komm, nehmen wir hier auch alle. Hol, dann. Was habe ich jetzt gesagt? 2 Stück. Nein, warte mal. Stopp. Im Vogelhaus steht schon einer. Dann nur einen. Einmal herstellen. Genau. Jetzt brauche ich noch Holz für die 2 Dinger da. Ah, hier war es doch. Ich hab's genau gesehen. Brauchst du nicht verstecken. Elektrisch. Davon 2. So, dann ist auch mir. Und den auch. Alles gleich. Dann habe ich jetzt schon mal alles komplett, um anfangen. Damit wir mal anfangen können mit Züchten hier. Level Up. Sehr schön. Natürlich auf Leben, was denn sonst? So, haben wir jetzt alles komplett. Immer jetzt parat. Jo, wir haben 4 von denen. 2-mal das, 10-mal das, 1-mal das und 1-mal das. 2-mal das. Okay, dann gehen wir mal rüber. Dann gehen wir jetzt gemütlich rüber. Machen hier erstmal Licht. Das wird, glaube ich, das erste, was ich jetzt mache. Licht. So, jetzt machen wir hier mal schön eine Fackel an die Wand.
So, am besten hier irgendwo mittig. An dem Pfosten wäre auch geil. An außen, damit es außen schön leuchtet, ne? Das muss ich mir mal überlegen. Oder innen. Will ich natürlich auch innen machen. Komm, wir gucken mal, wie es innen aussieht. Wenn es nicht gut ist, kann ich es ja noch umsetzen. So. Alles ungefähr auf dieselbe Höhe. Ungefähr. So, hier, glaube ich, oder? Ja. Zack. Bin ich ausgerechnet jetzt, wo ich sie setze, sind sie wieder ausgegangen, die Dinger. Und ich könnte sie natürlich auch dauerhaft brennen lassen, aber ich habe das Gefühl, das zieht ein bisschen Performance. Deswegen lasse ich das. So, da hinten. Ja, komm, einfach nur. Weil halt. Sieht man das zwar nicht, das Ding da hinten in der Ecke, aber das ist ja wurscht. Dann natürlich hier. Darf natürlich auch keine fehlen. Und ganz klar hier. Machen wir es aber ein bisschen höher. Ich glaube zweiseitig, oder? Machen wir auf zwei Seiten. Ja, sind wir mal so großzügig. Wo war denn das jetzt hier? Ungefähr da, ne? Hätten es... Ja, war ja klar. Das war ja klar. Um eins versetzt. Huch, huch, jetzt hänge ich hier im Futtertrog fest. Scheibenkleister. Na, kommst du? Wenn es jetzt zu hoch ist. Oh. Ist mir egal. Bleibt jetzt halt so. Gut. Alles klar. Zack. Nee, warte mal. Auf die 5 bitte. Jawohl, ja. Ganz protzig und großzügig 5 Klimaanlagen. Unsere Brutkammer. So, jetzt fehlt nur noch hier der Generator. Weißt du, da gebe ich mir extra Mühe, so ein Ding hier zu bauen. Eine kleine Brutkammer, aber den Generator klatsche ich einfach immer nur irgendwo malerisch so in die Ecke. Könnte ich theoretisch auch ein bisschen schöner machen, oder? Ja, am besten hier rein, genau da, wo die Eier liegen sollen. Gute Idee. Spiel. Nee, wo stehe ich denn jetzt hin? Ah ja, in die Ecke. Wohin denn sonst? Zack, bam. Jetzt habe ich das Benzin nicht dabei. Naja, ist ja auch egal. Der muss eh noch nicht laufen. So, jetzt einmal hier. Käbelsche? Gott, ich sehe es überhaupt nicht. So, zacki. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich sehe es nämlich nicht wirklich. So, warte mal. Ich glaube, er snappt. Ich drücke einfach mal. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat funktioniert. Dann kann ich das irgendwie kontrollieren von der anderen Seite. Gucken wir mal. Nee, kann ich nicht, weil ich hier nicht mehr rumkomme. Oder? Komme ich hier rum? Nee. Was läuft hier? Ach. Galimimusse. So, ist eigentlich zu dunkel. Warte mal, mach mal ein bisschen hell, kein Problem. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein, nicht runterfallen. Alles gut. Wird schon gepasst haben, hoffe ich. Zur Not müssen wir halt... Muss ich halt nochmal umbauen. Improvisieren. Das ist Quatsch. Umbauen. So, dann haben wir hier unser Anzuchthaus. Ganz schön protzig. So, warte mal, jetzt mache ich aber trotzdem, jetzt haben wir, ich habe ja noch 2 Fackeln über, jetzt kann ich hier ja trotzdem hier außen hinsetzen. So, einmal zacki und einmal zacki. Bin ich jetzt wieder? Ah nein, sogar die richtige Höhe diesmal. Wunderbar, so mag ich das. So, warte mal. So. So. So, jetzt verkabeln wir noch die letzten 2. Machen wir jetzt hier oben noch in Vogelhaus. Komm, einmal hoch. Ah, ich muss hier auch noch mehr Licht machen. Hier ist es viel zu dunkel. Ist hier einfach viel zu dunkel. Entweder mache ich das auch mit Standfackeln oder ich muss mal überlegen, was es da sonst noch für Alternativen gibt. Wo ist meine Fackel? Nein. So. Wieder dasselbe Spiel. Die mache ich jetzt auf die 6. Was soll's? Zack.
Einmal. Zweimal. Jo, sieht doch gut aus. So, jetzt das Ganze wieder verkabeln. Das wird jetzt wieder ein Spaß hier. Ich sehe es natürlich wieder nicht. Keine Ahnung, in welche Richtung das Ding jetzt gerade snappt. Ich bin wirklich unsicher gerade. Weil es snappt in die Richtung. Da, wo es eigentlich auch hin soll, ne? Bei dem müsste ich jetzt... Jawohl, den sehe ich sogar. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, dann weiß ich, wo er ist. Hat funktioniert. Und Benzin habe ich natürlich auch keins dabei. Ja! Kann es aber bald losgehen. Coole Sache, coole Sache. So, jetzt passen wir mal auf. Wo ist denn das ganze Benzin, sag mal? Ja. Yeah. Schon fertig? Ja. 95, kann ich mit leben. 60, jo. Wenn ich noch ein bisschen Öl reinschmeiße, geht noch mehr. Hast du noch... Ey, du bist sowieso der falsche Vogel. Hast du noch Öl? Hast du noch Öl? Ja, guck mal. Guck mal. So, Mann, du warst es nicht. Du bist der Auserwählte, genau. Du bist der Auserwählte. So, haben wir noch 100 rein. Die auch. So, den Rest bunkere ich jetzt einfach mal hier drin. Jo. Sieht hier aus. Ganz gut eigentlich. Habe ich noch 8 Schießpulver über. Ah, 20 Minuten. Warte mal. Warte mal, da gehen ja noch 20. Geh mal her. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Jo. So, zack. Wenn wir schon dabei sind. Munition. Machen wir die 20 auch noch durch hier. So. Jetzt setzen wir das Ding mal unter Strom. Mal schauen, ob es funktioniert hat. Müsste eigentlich. Müsste eigentlich funktioniert haben. So, jetzt pass mal auf. Ach, du hast... Wusste ich gar nicht. Okay. Yo. Alle haben Saft. Sehr schön. Geil, oder? Ist das nicht cool? Gefällt mir. Richtig gut. Richtig gut. So, machen wir noch schnell hier. Thumbnail. Yo. Schön. Gut, dann gehe ich eben runter ans andere und mache da das ganze Benzin rein, würde ich sagen, oder? Ja, hier oben fehlen definitiv noch Fackeln. So. Da oben drauf wird sich auch eine Fackel gut machen, oder? Hm. Ah, wenn ich schon da oben bin, warte mal, Standing Torch, genau. Zieh mal. Yo. Geil. Komm. Kannst du hier landen? Ja, wunderbar. Pass mal auf, dann machen wir das auch gleich, solange ich es noch weiß. Na, schön. Jawohl, so. Jetzt machen wir hier mal Change Setting. Das machen wir aus. Update dann und jetzt müsste sie dauerhaft brennen eigentlich. Hoffe ich zumindest. Hätte natürlich auch eine Fahne hier oben drauf stecken können, aber eine Fackel kommt auch ganz gut. Naja, steht jetzt nicht ganz in der Mitte, aber soll mir jetzt erstmal wurscht sein. So, wir hauen jetzt hier das Benzin rein. Und dann, zack, dann. Hat auch funktioniert. Alle haben Saft. Sehr schön. So, und da wir gerade noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen. Oh, was? Jetzt haben wir echt die ganze Folge nur die Dinger verbaut? Krass. Okay, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen Zeit. Ich will jetzt gleich mal sagen, ich teste jetzt mal das Ganze, ob das auch wirklich funktioniert mit den 4 Stück. So, dafür nehme ich jetzt aber mal hier gleich das 50er, was soll's.
So. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder ob ich jetzt doch noch irgendwie nochmal 25 oder 20... Achso, nee. Lagerfeuer bauen muss. Bin ich gespannt. Stunde der Wahrheit. Bitte 50er, ja. Okay. Wie sieht's aus? Es brütet. Funktioniert. Geil. Alles klar. Funktioniert, also 4 Stück reichen locker aus. Bin wie beim Ei, das ist schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich hätten auch, vielleicht hätten auch weniger gereicht, ich weiß es nicht, aber hm, ich wollte halt auch mal sicher gehen. So, jetzt kann ich die, das hier wieder wegpacken. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann können wir ja tatsächlich bald das Wybern-Ei ausbrüten. Warte mal, ich könnte es ja theoretisch auch schon mal reinschmeißen. Oder? Ne, das mache ich in der nächsten Folge noch nicht sofort. Ich würde nämlich noch was anderes machen. Oder? Brüten wir das jetzt aus? Nee, ich warte noch ein bisschen. Wo ich echt schon scharf auf meine Blitzwieber bin. Ich weiß nur langsam nicht, wohin mit den ganzen Viechern. Ich wollte immer noch ein paar Gehege machen. Was ist denn da unten los? Wo kommen die ganzen Gallimimusse her hier? Da ist noch einer. Da ist einer. Da ist einer. Und hier rennt auch noch ein Megalotsaurus rum, was gar nicht zu mir gehört. Ich glaube, der da ist es hier. 60er. 80er, ich glaube, das ist meins, ja. Der Bär hängt fest. Da hängt ein Gallimimus. In meinem Pferdestall. Frechheit. Jo, naja, egal. So, meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder oder übermorgen, je nachdem, wie Amisa gerade läuft. Und ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.